Junior Team Germany, Nachwuchs, Nationalkader bedeutet langfristige Leistungsentwicklung. Und damit du langfristig eine Leistung entwickeln kannst, musst du einfach erstmal auch eine Ist-Stand-Analyse haben. Du brauchst eine Ist-Stand-Analyse zu Beginn eines Kaderjahres, sprich also Ende Oktober, November, wenn so der erste Trainingsprozess beginnt. Leistungsdiagnostik liefert uns Daten für alle Bereiche, in denen wir Trainingssteuerung und Leistungssteuerung betreiben müssen. Und wenn man einen Kader betreut, der aus Athleten zusammengesetzt ist, die aus ganz Deutschland kommen, die wir nicht jeden Tag sehen, ist das eigentlich unser Hauptwerkzeug, mit dem wir es dann schaffen, eben wirklich einen Überblick zu behalten, wo wir ansetzen müssen, damit wir einfach bessere Athleten bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich jede Spielerin individuell betrachtet wird. Du hast aber natürlich auch Benchmarks, wie beispielsweise Schlägerkopfgeschwindigkeit, Schlagweiten, wo du, wenn du 17, 18 Jahre alt bist ungefähr, schon mal so langsam auch gucken musst, wenn du vielleicht mit 19 Profi werden möchtest, was machen denn die Profis? Gut, dann vielleicht zwei rechts.